So, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir haben Blutmond. Es ist 21:49. In 11 Minuten geht's los. Ist jetzt deine Energie auch voll? Ja, und jetzt, ja, wir rasten ja auch schon eine Weile. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, Jasmin. Ich glaube, Ingeborg. Ingeborg, hast du denn auch deine Pfeile eingesteckt? Ja. Hast du denn 9mm Patronen eingesteckt? Ja, das bringt mir trotzdem nichts. Ein paar Pfeile und dann ich gehe drauf. Hast du eine Pistole eingesteckt? Ja, hast du auch trotzdem nichts. So einen Schlagknüppel? Mensch, jetzt geh mir aus dem Weg, du Hässlon, ey. Hast du so einen Schlagknüppel? Guck doch mal, Ingeborg. Oh, ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Das dauert 5 Minuten noch, bis sie kommen. Nee, doch. 4. Guck mal, Ingeborg. Hast du so einen Schlagknüppel? Ich will gucken, von wo die kommen. Du hast nur Augen für mich. Ja. Oh, oh. Ist 58. Der Boden wird ganz knallrot. So, und damit verlasse ich den Server und lasse dich hier alleine. Nee, ich will nicht mehr. Okay. Wir haben noch nicht mal angefangen. Ich gehe mal einen tiefer. Die Musik reicht. Okay, sie kommen. Sie kommen. Sie sind hier. Ich bin weißer Schütze. Ich hab gar keinen. Die sind, wo sind sie denn? Hier alle schon an den Spikes. Hier ist ein Bauarbeiter, der macht meinen Zaun kaputt. Oh, Alter. Hast du den Kopf hier? Oh, ein Lootbag. Den hast du gut geschossen. Sind die alle nur hier hinten? Ach, wahrscheinlich, weil wir nur auf der Seite hier stehen, wa? Oh, ich schieß voll daneben. Hä? Der war doch voll drauf. Die Hocke. Geht doch. Okay, die sind schon an der Hauswand. Du machst das ja gut. Ich guck mal auf der anderen Seite, ob da auch einer ist. Hier ist alles ruhig. Aber, da die sich durch den Zaun immer durchkloppen wollen, hält es die doch ein bisschen auf, ne? Oh. Kommst du von da oben hier ran? Nein. Die versuchen, über die Blöcke hier rauf zu springen, aber die kommen hier nicht rauf. Das ist ja genial. Ich hab gedacht, das wär's wieder. Alter. Die kloppen sich durch den Schuppen, kann es sein? Die kloppen sich auch durch den Zaun. Siehst du die bei dir? Ja. In dem Moment fängt er an zu laufen, wo ich schieße. Lass mal den Zaun in Ruhe. Was haben die denn mit dem Zaun? Die kommen gar nicht zu uns. Oh, mein Bogen ist kaputt. Das gibt's doch nicht. Nee. Ah.
Okay, die ist in die Dings gesprungen. Ich weiß nicht, was die mit unserem Zaun haben. Aber wir leben länger als ich dachte. Ich dachte, die wären schon längst drin. Aber irgendwie sind die auch gerade ein bisschen doof, ne? Ah, du kannst sie von so weit weg gar nicht treffen, richtig. Ja, in die Flugbahn vom Pfeil verstehe ich auch noch nicht ganz. Ach, die versuchen sich über den Schuppen hier hochzuschlagen. Die wollen den Schuppen umbauen, damit die hier hochkommen. Die haben aber die Spikes hier schon ganz schön beschädigt, ne? Die machen den ganzen Zaunschrott. Die machen den ganzen Schuppenschrott. So, jetzt habe ich ihn, die blöden Penner. Okay, das war's mit ihm. Aber so viel Loot haben die jetzt bisher nicht fallen lassen, ne? Ist einem echt nicht so leicht. Loot weg. Schönes Ding. Ah, so cool gekommen. Keine Pfeile mehr, scheiße. Kannst du ja welche bauen. Hey, ich meine, jetzt, wo du drinnen bist, gehen die auch mehr zur Hauswand. Das muss ich alles reparieren. Genau in dem Moment zurück, wo ich darauf schieße. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Sechs. Was denn? Ich bin runtergefallen. Und ich komme hier nirgendwo mehr rein, ne?
Scheiße. Jo, schön. Scheiße. Ja, man hätte da irgendwo eine Lösung kriegen finden müssen. Der geht ja nicht, dann kommen die ja auch hoch. Ja, wenn ich aber runterfalle. Man müsste hier nochmal ein Geländer bauen oder so. Ja, jetzt habe ich gar nichts mehr zum Waffen. Zum Waffen? Ist da nicht mehr, ist da nichts mehr drin? Im Schrank? Nee, was soll da drin sein? Ist da noch Munition oder irgendwas? Ich weiß nicht, wofür was jetzt hier ist. Ich will mal gucken. Ich gehe davon aus, du hast das Gewehr gefunden. Ja. Ja. Wie lange geht der Blutmond nochmal? Keine Ahnung. Pisse hier. Keine Munition mehr, das ist doch scheiße. Lauf da nicht so hin und her. Kann ich nicht treffen. Ich hab nichts mehr. Ich hab auch nicht mehr viel. Die müssen wir ordentlich reparieren, wenn die weg sind. Oh. Du hast die ganze Munition jetzt verschossen, ne? Die in der Kiste war? Ja. Okay. Was? Hast du da gerade Dynamit runtergeschmissen? Ja. Das lenkt die Kurs ab, habe ich festgestellt. Aber ich habe nix, gar nichts mehr, ey. Also, mein Rucksack ist bestimmt auch schon weg. Er versucht ja, an mich ranzukommen. Nee, nee, der Rucksack bleibt liegen. Das geht wirklich bis morgens um 4? Also ich bin der Meinung, meine Munition wird nicht reichen. So, ich schieß jetzt nur noch auf die aufs Gebäude prügeln. In der Hoffnung, dass die anderen noch in die Spikes laufen. So weit, wie sie noch liegen.
ich. Scheiß Federn. Oh, ich bin gleich da. Ich baue mir gerade neue Sachen hier. Alles gut. Aber ich bin dezent überfordert. Alles gut. Lass dir Zeit. Wir haben gar nicht mehr so viele Federn, ey. Oh, ich hätte nur 4 Pfeile. Scheiße, für mehr haben wir kein Material. Nee, Federn fehlen. Oh nein. Ah. Dass wir so viel schon verschossen haben. Spikes. Oh, hier. So. Doch so viel wir müssen Federn, nachher ey. Dann einmal die Spikes wieder unten im Raum abbauen. Ich wollte da einmal alles vollbauen mit. Hier sind die Federn. Oh, Mann, ey, immer irgendwie woanders. So. Ich hoffe mal, das passt so. Oh, Mann, ey, wenn die den Kopf bewegen. Ich würde es ja gerne riskieren, auf die Hütte raufzuspringen, um zu gucken, ob ich von dort runterschlagen kann, ne? Ey, das war meine! Entschuldigung. Meine Punkte. Musik ist aus, fast. Ist vorbei. Aber, hä? Wir haben überlebt. Ich habe noch 3 Schuss. Yay. Ich habe gerade alles neu gebaut hier an Pfeile und so. Oh, ja gut, die werden wir wahrscheinlich das nächste Mal wieder brauchen. Aber dann sind wir besser vorbereitet. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das... Ist jetzt echt vorbei oder ist das verarscht? Nee, ist vorbei. Ja, jetzt kam jetzt dieser Donner. Dieses Du-Du vorbei. Sicher? Ja. Dann gehe ich unten einsammeln. Oh, mein Rucksack. Oh, jetzt komme ich hier wieder nicht runter. Siehst du, ich sag's doch. Sag doch, dass du da... Alter. Ich habe doch gesagt, die müssen wir wieder abbauen. Wie soll ich denn hier rauskommen? Hey, ich baue die gleich ab. So. Alter, er geht voll ab hier, ey. So. So. Okay. Wo ist denn hier überhaupt die Tür jetzt? Habe ich zugebaut. Ach. Aber das war jetzt wesentlich leichter, als ich mir das vorgestellt habe. Noch, wart mal ab, wenn das noch mehr, wenn wir höher sind hier. Ja, ja, wenn wir höheres Level haben, dann wird es wahrscheinlich schwerer. Aber ich hätte uns jetzt auch nicht so gut eingeschätzt. Also ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass wir gestürmt werden.
Aber es war halt, sind die noch woanders. Ja, die waren an den Schuppen und überall interessiert und nicht an uns irgendwie. Die haben gedacht, erstmal kaputt machen. Ja. Ja, steht ja auch Tag 8. Hm, was ist da? Was zum... Wieso 1500? Ich schlag die ganze Zeit den Stein da. Ich verstehe es nicht. Alter. Da muss ich die anvisieren, damit ich dich treffe. Gott. Wir hätten vielleicht mal warten müssen, bis es hell wird, ey. Wieso? Nicht, dass vereinzelt noch welche kommen. Warte. Ich wäre jetzt fast hier reingelaufen. Ein Schraubenschlüssel. Einen wollte ich schon immer mal haben. Und ja. Ja, hier lagen doch eben auch noch. Ach, da. Gut, der Loot übersichtlich, ne? Nicht den da nehmen, ich hab vertippt hier. Welchen? Oh. Was hast du denn vertippt? Nix. Okay. Hast du jetzt meinen weggenommen? Danke. Wieso? Da war doch nix. Hier lag noch einer. Ja, der gelbe. Ja. Was damit? Den wollte ich nehmen. Ja, gut. Was? Ja, du. Ich teile das doch sowieso in den Kisten jetzt auf. Ja, ich wollte trotzdem was aufmachen. Ich habe gerade gesagt, nicht nehmen. Jetzt habe ich es genommen. Es tut mir leid. So, ich guck draußen nochmal, ob hier noch Lootbeutel sind. Nee, sieht aber nicht so aus. Ja gut, vom Loot übersichtlich, ne? Also ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen wesentlich mehr Munition aus den Zombies, aber schön. Ich sortiere mal meine Kisten aus, mein Loot. Das sieht aus hier, ey. Das ist die. So. Ich dich zerstöre. Wenn ein Tornado hier gewütet hat, ey. Ja, der Loot ist echt kacke, ne? Ich hab Geld. Altes Geld. Ich bin total enttäuscht vom Loot. Naja, gut. Man kann nicht alles haben, ne? Was ist das? Kleber? Nadel und Faden? Kannst du aus der Kiste gehen, während du guckst? Achso. Danke. Ich muss ja gucken, wo ich das einsortiere. So, das habe ich da, das kommt dahin. Da, 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 da.
das und... Cool. Das war jetzt ja wesentlich cooler, als ich dachte. Reicht das nicht sogar schon? Muss ich da wirklich noch ein höher? Von der Höhe? Warte mal, wir machen erstmal Rahmenformen. Hä? Ich rede mit mir. Achso, warte. Ups. Wie immer. Soll ich mit dir reden? Nö. Ja, eben nicht. Mir doch egal. Wolltest sowieso nicht mit dir quatschen. Ist es dir eh nicht egal. Zicke. Gleich so voll ausrasten. Zicke. Hey, was mach ich denn jetzt hier? Einmal ist die Decke noch ein höher sogar. So, hier hatte ich das einmal schnell nur hier eingehauen. Okay, dann muss ich da nämlich hoch irgendwie. Angenommen, wir sagen so. Machen dann da die Decke und oben drauf gehen wir eine Breite. Einfach. Und hier ein Fenster. Warte mal, dann brauche ich jetzt noch einmal Leiter. Machen wir erstmal zwei. Vielleicht in der Ecke so. Und der Rest ist, ne? Ja. Du. Was bist du denn? Ich bin oben. Ganz oben? Ja. So. Oh, machst du uns ein schönes Wohnzimmer? Ja. Es wird ein wunderschönes Wohnzimmer. Diese kann man immer gebrauchen, ne? Wow, den wollte ich da gar nicht setzen. Hä, wo bist du denn? Toll. So. Ich werde jetzt gleich hochgehen. Ja, warte, ich bin gleich so weit. So. Aber den haben wir doch ganz souverän gemeistert, oder? Mhm. Wir sind jetzt total schweigsam hier, muss man sagen. Aber das haben wir schon gut gemacht. Erstmal Blutmond. Ich habe mir das Bein gebrochen. Toll. Warum?
Warum machst du das? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Warte, auf jeden Fall haben wir das gut. Ja, ja, ich höre. Noch für den Anfang war das nicht schlechter. Ja, ich finde auch. Also fürs erste Mal. Ne? Und dafür, dass wir von dieser Mini-Horde so überrannt worden sind, letztes Mal, haben wir das doch souverän gemeistert. Ich glaube, die muss ich um. Wäre doch geiler, wenn die hier wäre, oder? Die Leiter. Ja gut, jetzt bleibt die kurz hier. Ich komme hier nicht hoch. Ja. Warte, 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 warte. Oh mein Gott. So. Das wird doch. Das wird doch. Kann ich jetzt gehen? So, genau. Wir werden uns jetzt für heute verabschieden. Das war auf jeden Fall unser allererster Blutmond. Ja. Wir waren aufgeregter, als wir hätten sein müssen. Ja, pass mal auf, beim nächsten Mal sagen wir, ach, Pipi-Kack und dann gehen wir richtig drauf. Pipi-Kack. Ja. Ach, Pipi-Kack, Blutmond, Pipi-Kacker. Pappelapapp. Pipi-Kacker. Ja, Pipi-Kacker. Los. So. Auf jeden Fall, wir verabschieden uns für heute. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei. Das nächste Mal wird besser laufen, spannender werden. Wird immer spannender, ne? Ganz Kakao, Kakao und so. So. Aber, genau. Tschüss, Horido. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.